Herzlich willkommen zur Zukunft der Arbeit in der Kommunalverwaltung. Organisationen und Unternehmen stehen vor gravierenden Veränderungen. Themen wie der demografische Wandel, Bildung, Gesundheit und Digitalisierung haben eins gemeinsam. Das sind Querschnittsthemen und die können nicht länger isoliert betrachtet werden. Für uns steckt die Lösung bereits in den Organisationen. Und die Frage ist ganz einfach, wie können wir das Potenzial in den einzelnen Organisationen und Unternehmen heben? Hier bieten wir unterschiedliche Formate, Workshops, Beratung oder auch Coaching an und Veranstaltungen wie zum Beispiel die Zukunft der Arbeit in der Kommunalverwaltung. Ja, mein Name ist Professor Lichtenhagen, ich komme von der FOM Hochschule und befasse mich wissenschaftlich und praktisch mit Fragen von agilen Verwaltungen und von digitalisierten Verwaltungen und habe eine These vorgestellt, die lautet: Agilität ist die Arbeits- und Organisationsform der Digitalisierung. Das heißt, wenn Sie Ihre Verwaltung digitalisieren wollen, dann müssen Sie agil arbeiten. Agil arbeiten bedeutet zum Beispiel, eine ganz andere Fehlerkultur zu haben. Fehler sind Lernchancen. Es bedeutet, mehr zu probieren und mehr auszuprobieren, anstatt auf lange Distanz hin Konzepte zu entwickeln, die dann nach einem Jahr ohnehin für die Praxis nicht mehr tauglich sind. Heute wird es auch einen Workshop geben zum Thema Zusammenarbeit der Generationen, New Work, wie kann das gelingen? Denn die jungen Generationen, das merken wir, verhalten sich in Bewerbungsprozessen schon anders. Sie treten anders auf, sie sind anders sozialisiert in ihrer Generation. Sie sind sehr selbstbewusst, sehr selbstständig, ihnen steht alles offen. Sie haben auch ein anderes Verständnis unter Umständen von Loyalität und Respekt. Die jungen Leute sind besonders auch loyal gegenüber dem Thema, das sie interessieren. Aber eben auch, wie können die Kompetenzen, die die älteren Generationen mitbringen, mit den Kompetenzen der Jungen gut zusammengebracht werden, zum Beispiel in altersgemischten Teams. Und dort gemeinsam zu entwickeln, was brauchen wir in der Organisation eigentlich? Denn die Menschen wissen sehr gut selbst, was sie brauchen und wo sie der Schuh drückt. Und deshalb kann man Mitarbeiter in unterschiedlichen Formaten und Formen absolut zu Beteiligten machen. Das wäre mein Anliegen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ganz unterschiedlich und vielfältige Bedürfnisse heute. Vereinbaren, vielleicht auch das Privatleben, das Thema Pflege wird auf jeden Fall größer. Und sie wollen auf jeden Fall auch Sinn in der Arbeit sehen. Und sie wollen vor allen Dingen eine Übersicht haben. Deshalb braucht das Personalmanagement in der Verwaltung recht vielfältige Konzepte, sodass jeder in jeder Lebensphase und in seinem Bedürfnis, das er gerade hat, ein Angebot bekommt. Nur so kann man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute binden und auch finden. Das ist nämlich Arbeitgeberattraktivität.